Super Smash. Ich mach den Sprengkopf scharf. Sie verziehen sich besser aus Roswell, bevor das Ding hochgeht. Leck mich fett, Junge! Ich lasse im Rathaus den Tornado-Alarm auslösen und die ganze Stadt evakuieren. Suchen Sie einen Ausgang und verschwinden Sie. Ich bin hier auch schon fast raus. Wir treffen uns in Galveston. Alles klar. Ich heiße auch Billy, aber mein Papa sagt, ich soll nicht mit dir spielen. Oh, warum das denn? Mein Papa sagt, ihr seid ein schlechter Umgang und schlechter Einfluss und Diebe und Bettler und Penner und ihr könnt nicht lesen oder schreiben. Ihr seid dumm und stinkt und ihr seid viel zu faul für ehrliche Arbeit. Mein Papa ist tot, aber Mama sagt, die Weißen sind total gemein und haben was gegen uns. Und zwar, weil sie alle Schwarzen als Sklaven gehalten haben und das nicht mehr dürfen. Darum kann ich nicht die gute Toilette auf dem Jahrmarkt benutzen und ich darf nicht in den Laden rein, um Kaugummi oder Limo zu kaufen. Und welches Kaugummi magst du? Injun Scouts. Rot oder gelb? Gelb. Ich mag die roten nicht. Die roten schmecken wie Kotze. Ja. Was hast du in dem Glas, Billy? Ach, gar nichts. Damit fange ich Kaulquappen. Und was machst du mit den Kaulquappen im Glas? Ich beobachte einfach, wie sie schwimmen. Und ich gebe ihnen Krümel und Möhren vom Hof. Dann werden sie zu Fröschen. Also, ich habe Kaulquappen am Fluss gesehen. Komm mit, ich zeig sie dir. Oh, okay. Komm schon. Komm schon, guck mal, Billy. Da, die Ratte ist in den Wischeimer gefallen und kommt nicht mehr raus. Da. Sie ertrinkt. Wahrscheinlich. Hätte sie schon, Billy, sie ertrinkt. Ist nur eine Ratte. Die ist eklig. Frisst unser Essen, verbreitet Bakterien und kackt in unsere Schränke. Sie stirbt. Sie stirbt, Billy. Guck mal! Billy! Komm zurück! Geschafft, Billy! Du hast sie gerettet! Kleines Kerlchen.
Wie alt ich da wohl war? War das 1920? Neun? Dieses Leben steckt voller Elend, Not und Kummer, Billy. Noch bevor du das Ende erreichst, bist du alt. Aber denk dran, mein Junge. Am Ende wird alles gut. Billy? Ja? Kann ich dir was verraten? Sicher. Und du sagst es nicht weiter? Ja, klar. Ich flüster es. Ob du irgendwo da draußen bist, Billy, schlägst dich immer noch durch die Welt der Lebenden. Mama! Papa! Was soll das Geschrei? Andy und Howie, sie sind mir nachgelaufen. Sie haben mich festgehalten und mein Taschenmesser geklaut. Was zum Teufel ist los mit dir? Wenn du das zulässt, werden sie das immer wieder tun, bis nichts mehr da ist. Ich hab dir das Messer gegeben. Du musst darauf aufpassen. Das ist deine Aufgabe. Ich rede mit ihren Eltern. Gar nichts tust du, Sophia. Ach, willst du deine Mama für dich kämpfen lassen, Junge? Jetzt geh und hol dir zurück, was dir gehört. Vorher möchte ich dich in diesem Haus nicht sehen. Hey! Sohn, ich hab versucht, vernünftig mit dir zu reden. Ich hab bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag versucht, es dir einzubläuen. Aber nichts funktioniert. Jede Nacht wächst du mich mit diesem Lärm auf. Egal, wie oft ich es dir sage, im Keller gibt es keine Monster. Tut mir leid. Nachts sehe ich sie. Ganz klar vor mir. Sie kommen, um Mama zu töten. Gut. Dann machen wir Folgendes. Nimm die hier. Wow. Wir beide gehen jetzt runter in den Keller. Und wenn Monster auftauchen, erschießen wir sie. Direkt zwischen die Augen. Manchmal ist es am besten, sich Problemen direkt zu stellen. Verstehst du das? Ja, Papa. Sophia, bist du dabei? Siehst du sie? Nein, Papa. Die Monster sind weg. Ja, ich glaube, wenn du nichts Schlimmes tust, kommen auch keine Monster, mein Sohn. Haben sie wohl ein für alle Mal verscheucht, was? Kann ich die Waffe behalten?
Alles verfallen hier. Zehn Jahre war ich nicht mehr hier. Hab eine 800 Hektar Ranch am Forneysee. Hab im Radio gehört, dass du in der Nähe von Roswell gesehen wurdest. Ich dachte mir schon, du würdest herkommen. Nichts hier drin als schlimme Erinnerungen. Warum bist du dann hier? Willst du dich verstecken? Brauchst du Geld? Tja, da bist du auf dem Holzweg, mein Sohn. Zum Betteln ist es zu spät. Nichts kann wieder gut machen, was du uns angetan hast. Wenn ich an meinen Vater denke, denke ich nur an Gefluche und Frost im Gesicht. Wann benimmst du dich mal? Du bist aufsässig, undankbar, dämlich und mit schmutzigem Mundwerk. Ich hab gesehen, wo es für dich hinging. Ich war selbst mal in dem Loch und hab alles getan, um dich verdammt nochmal da rauszuholen. Was willst du denn noch? Ich wollte behandelt werden, als hätte ich dir... Was bedeutet nicht wie Hundescheiße an deinem Schuh? Ich hab mir den Arsch aufgerissen. Aber du warst nicht zu retten. Bist du jetzt so ein Superkiller-Terrorbombenleger? Du bist auf der falschen Seite. All die Jahre habe ich versucht, was zu bewegen. Aber alle waren gegen mich. Und als der Kanzler kam, hat sich vieles verbessert. Wenn man da mitspielt, kann man ein gutes Leben haben. Frag doch mal rum! Blazkowicz ist ein Name, den man kennt und respektiert. Alles, was du anfasst, wird zu Scheiße! Ich brauche deinen Gestank hier nicht! Ein gesuchter Mörder. Bist zur Army gelaufen, als du alt genug warst? Hast deiner Mutter das Herz gebrochen? Wo ist sie? Sie ist weg. Seit wann, was ist passiert? Tja, es gab einen großen, gottverdammten Krieg. Und jetzt haben wir eine neue Regierung mit neuen Regeln. Sie haben sie geholt. Sie ist weg. Und was trägst du da für komische Sachen? Was bedeutet geholt? Sie haben alle geholt, die nicht hierher passen. Und das ist richtig. Diese Welt gehört jetzt uns. Wir müssen dafür sorgen, dass sie christlich bleibt. Du hast sie verraten. Und? Eine Frau, die immer nur meckert und einen Jungen zu einem Mörder erzogen hat. Aber ich habe es schon immer gewusst. Du bist einfach ein großer Haufen Scheiße. Auf die Knie. Vater, ich bin dein Sohn. Auf deine verdammten Knie! Früher hatte ich Angst vor dir. Ich hätte mir in die Hose gemacht mit einem Gewehrlauf im Gesicht. Weißt du, was ich jetzt fühle? Einen gottverdammten Scheiß. Alles gehört. Wer zur Hölle war da dran? Warum bin ich überhaupt hier? Warum nicht zu Hause? Bei dir, Anya. Come on.
Gute Arbeit, Männer. Das ist er. Schauen Sie, General. Oh, wie schön. Wirklich? Blitzkowitsch! Also ehrlich? Wollen Sie mich lieben und ehren, bis dass der Tod uns scheidet? Hör damit! Möchten Sie die Braut jetzt küssen? Aber nicht vor der Hochzeit! Schicken wir ihn schlafen! Jawohl! Sie müssen sich jetzt ausruhen, während ich alles vorbereite. Meine Damen und Herren, wir haben ihn! Ja! Du hast meinen Sohn getötet! Er hat meinen Sohn getötet! Ruhig! Ganz ruhig! Hinsetzen! Setzen Sie sich hin! Er verdient den Tod! Ja! Alles ist nur Show. Und ich bin die Hauptattraktion. Nein, 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 sag ich. Sie müssen mich zu meinem Mandanten lassen. Sehen Sie das? Lesen Sie. Ich darf mich vertraulich mit meinem Mandanten beraten. Soll ich den Richter anrufen? Dann stehen Sie morgen auf der Straße. Also darf ich jetzt zu meinem Mandanten oder wollen Sie es darauf ankommen lassen? Was soll das? Nehmen Sie die Kapuze ab! Sofort, Sie Wichser! Oh, kommen Sie! Wie soll er mit mir reden, wenn er dieses Ding im Gesicht hat? Nicht mein Problem, das bleibt drauf. Oh, meine Güte! Dürfen wir ein bisschen Privatsphäre haben? Oh, Sie sehen scheiße aus, Mann. Verdammt! Als ob Sie bald abnippeln. Wirklich, steht Ihnen nicht gut. Aber hören Sie zu, die Verhandlung ist in ein paar Wochen. Danach wird man Sie hinrichten. Die werden die ganze Farce weltweit im Fernsehen bringen. Der Scheiß wird aber so nicht laufen, da wir Sie verdammt nochmal hier rausholen werden. Und zwar jetzt! Der Plan mag riskant sein. Denn die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem, aber wir müssen's wagen. Okay? Echt? Unglaublich, was ich alles tun muss, um hier reinzukommen, obwohl ich hier verfickter Anwalt bin. Ich bin wirklich angepisst. Aber hey, ich werde so tun, als hätten sie mich angegriffen. Und wenn die Kackwache reinkommt und sie sucht, schleiche ich mich an und ramme ihm das kleine Schätzchen hier direkt in den Schädel. Ich nehme seine Schlüssel und seine Waffe und dann roll ich sie zum Aufzug. Niete alles um, was unterwegs auftaucht. Dann runter zur Garage, wo Bombarde, Anja und die anderen mit dem Fluchtwagen warten. Okay? Bereit? Möge die Freakshow beginnen. Scheiße. Das tut so weh. Da. Sie haben ja keine Ahnung. Nehmen wir Ihnen das Scheißding ab. Okay. Sobald wir draußen sind, kommt die Verfolgungsjagd. Ein Kugelhagel. Die haben verdammte Panzer. Wir aber haben ein Ass im Ärmel. Wenn wir so weit kommen, schaffen wir es. Schwierig wird der Weg zu der Garage. Hey! Hilfe! Machen Sie die Tür auf! Er hat mich angegriffen, Mann! Hat mir die Nase gebrochen, ist dann durch diese Tür entkommen! Dieser verdammte Terror-Billy, er läuft frei herum! Zurück! Und er hatte Hilfe! Sie kamen durch diese Tür und haben ihn geholt! Das war ein außerirdischer Mann! Schnell!
Schnitte! Müllermann, die haben Talent. Die sollten vorsprechen und zum Film gehen. Guter Schuss, General. Wer zuckt noch? Idiot. Der war schon tot, als er das Gebäude betreten hat. Tapferer kleiner Liebling, ich bin dein, du bist mein Liebling, du lieblich. Mund aufmachen. Los. Aufmachen. Genau so. Sie schmeckt das. Psst. Sie schmeckt das Schießpulver der Kugel, die ihren Freund getötet hat. Wie fühlt sich das an? Magst du den Geschmack? Oh, hören Sie das? Das ist meine Truppe, die ihre Freunde in der Garage angreift. Sie langweilen mich. Ich werde jetzt dort unten meinen Spaß haben. Anja, meine Familie. Wochen vergehen oder mehr. Ich schwinde dahin. Und ich bete für das Ende. Wegen Diebstahls, Zerstörung diversen Eigentums, Unterstützung des Feindes, Folter, Terrorismus mit Atomwaffen im In- und Ausland, Hochverrats und grausamer Morde in tausenden Fällen wurden sie schuldig gesprochen, William Joseph Blazkowicz. Selbst Männer wie ich blicken dem wahren Bösen nur selten ins Antlitz. Und es schmerzt mich, dass ich sie nur zu etwas so Banalem wie der Todesstrafe verurteilen kann. Tod, Herr Blazkowicz! Der schnelle, reine Tod! Gerichtsdiener! Mama? Oh, mein Sohn. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Oh, Billy. Im Leben passiert so viel Unerwartetes. Fröhliche Dinge und Dinge, die einem das Herz brechen. Ich war nicht da, als es nötig war. Ich ließ dich im Stich. Es tat so weh, Billy. Als du gingst, war es, als würde man mir das Herz rausreißen. Aber alle Not endet auch wieder. Weißt du das? Vieles davon ist unvermeidlich. Ich musste da bleiben, damit du gehen konntest. Und jetzt hast du Probleme. Mach dir keine Sorgen. Meine Probleme sind vorbei, mein Sohn. Ich will da nicht mehr rausgehen. Ich kann das nicht mehr. Du bist stark, Billy. Wir sind Überlebenskünstler. Wir kämpfen auch dann, wenn wir nicht wissen, wie. Du bist eben mein Sohn. Ich bekomme Zwillinge, Mama. Noch nicht geboren. Ich will sie sehen.
Ich will, dass du sie siehst. Du fehlst mir. Wir werden zusammen sein. Bald. Du musst nur noch eine letzte Prüfung bestehen. Gerichtsdiener! Warmer Mantel der Tagträume. Gestohlen von kalten Winden der Wirklichkeit. Bürger des glorreichen Germaniens, dies ist ein Tag zum Feiern. Vor einer Woche haben unsere tapferen Truppen William Joseph Blazkowicz festgenommen. Im Rahmen einer Razzia fand man ihn in einem Bauernhaus außerhalb von Dallas. Mit einem schnellen Einsatz ohne Todesopfer. Und jetzt erfährt dieser gefährliche Kriminelle die Gerechtigkeit, die er zahllosen Opfern verwehrt hat. Wir werden nicht nachgeben, bis der Krieg gewonnen ist! Victoria! 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 Wir wären ein Traumpaar gewesen. Liebster, sie brechen mir das Herz. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle auf Position. Er kommt. Seien Sie bereit. Wir haben weniger als 7 Sekunden. Achtung. Fertig. Fertig. Max, Bombardier. Jetzt. Anja, jetzt. Schnell. Wir haben nur 3 Sekunden. Wir müssen unbedingt wieder Blut in sein Gehirn kriegen, sonst stirbt er. Lebt er noch? Antworten Sie, lebt er noch? Ich fürchte, es ist zu spät. Oh nein! Aktivität. Ja, er lebt! Wow, Mann! Das ist sowas von abgefahren, Seth! Max heißt! Max hat recht. Wir sollten verschwinden. Ist er bereit für den Transport? Oh Gott, er ist tot. Scheiße! Das melde ich. Weltraumfische schwimmt in seinem Aquarium. Es lebe der Weltraumfisch! Herr Blazkowicz, können Sie mich hören? Ah, gut, also Folgendes. Vor einiger Zeit hat Caroline diesen neuesten, biotechnisch erstellten Maschinensoldatenkörper erbeutet. Sehr, sehr beeindruckendes Exemplar. Anja, zeigen Sie es ihm. Gut, William. Seth wird das hier anbringen und verbindet so den Kopf mit deinem neuen Körper. Bitte, ich bin nicht mit der Jüngsten. Meine Familie. Also, das ist seltene Kampfausrüstung für Maschinensoldaten, die wir im Einsatz bergen konnten.
Nichts davon funktioniert. Aber ich habe genug Material, um eines der Geräte zu reparieren. Sie müssen entscheiden, welches Sie nehmen. Zwinkern Sie einmal für das hier, zweimal für das in der Mitte und dreimal für das dort drüben. Okay, Junge, dann mal an die Arbeit. Ich sediere Sie jetzt. Bis gleich. Wach, ich schlafe nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Wie fühlen Sie sich, Herr Bleskowitsch? Können Sie sich bewegen? Ja, Sie können es. Zeigen Sie es uns. Zeigen Sie es uns. Ich fühle mich stark. Erinnern Sie sich an Ihren Namen, daran, was Sie in den letzten 2 Jahren getan haben? Außer Regimesoldaten töten. Wenn du nochmal stirbst, William, dann erschlag ich dich. Komm, ich hab was zum Anziehen. Schicken Sie ihn zu mir, wenn Sie fertig sind. Mhm. Hast du das gesehen, Kätzchen? Hast du das? Hast du das? Riese! Herr Bleskowitsch! Wie sehe ich aus? Wie ein neuer Mann, mein Junge, wie ein neuer Mann. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Also, das hier, das hat Shoshana auch. Nein, 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 nein. Das verbindet Ihren Kopf mit dem Körper. Sehr, sehr wichtig, nicht daran rumzuspielen. Also, es kann vorkommen, dass Sie ein Kribbeln spüren. Keine Sorge, ist ganz normal. Aber sagen Sie Bescheid, wenn irgendetwas passiert, wenn zum Beispiel Ihr Kopf den neuen Körper abstößt. Sowas in der Art. Max, was? Max! 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 Das finde ich auch, Max. Maxchen. Maxchen. Es ist wirklich bemerkenswert, Sie vor mir zu sehen. Ihre Haft und die öffentliche Hinrichtung waren die am strengsten bewachten Ereignisse in der gesamten Geschichte des Fernsehens. Überall Regimesoldaten. Und trotzdem stehen Sie hier vor mir. Wissen Sie warum? Sie sind nur dank Anja hier. Sie hat nie aufgegeben. Hey! Schön, dich zu sehen, Grace. Scheiße. Bleskowitsch, Sie sind ein echt harter Brocken. Wissen Sie das? Was ist das? Species Müll aus Roswell. Er hat alles aus der Bodenkontrolle mitgenommen und hier hingeknallt. Ja. Hat das Zeug nie ausgepackt. Er war ein guter Mann. War abzusehen. Aber ich konnte nichts tun. Was hat er gesagt? Bann. Was waren seine letzten Worte? Sagen Sie es mir. Er sagte, das war ein außerirdischer Mann. Ha! Vollidiot. Wer ist Seth? Oh, Junge, wie läuft's bei Ihnen? Hallo, Grace. Gehört es Ihnen? Was ist das? Wo haben Sie es her? Specie hatte es aus Roswell, als 47 bei der Absturzstelle gefunden. Sieht aus wie... Das kann nicht sein. Aber das... Oh! Oh Gott! Seth. Oh Gott, es ist... Entschuldigung. Tut mir leid. Grace. Gleich fängt es an, Grace. Ein Frontalangriff. Sie sollen die Maschinen heiß laufen lassen. Volle Kraft voraus, Schwester. Ja, Ma'am. Wird gemacht. Wir sind unterwegs zur New Orleans-Zone. Kommen Sie, Bleskowitsch, setzen Sie sich. In der Zone gab es eine der letzten Widerstandsgruppen Amerikas, angeführt von einem Mann namens Horton.
Nach dem Krieg baute das Regime Mauern um die Stadt. Und dann trieben sie alle unerwünschten Personen zusammen und brachten sie dorthin. Horton und seine Kameraden stecken da fest und harren unter den schlimmsten vorstellbaren Bedingungen aus. Aber seit den jüngsten Vorfällen hat das Regime den Druck erhöht. Todesschwadronen stürmen die Städte und bringen die Leute um. Gott verdammt, sie töten alle in der Stadt, bis keiner mehr übrig ist. Wir müssen was tun. Dann los. Also ist Ihr neuer Körper denn bereit für die Schlacht? Bereiter als je zuvor. Ich fühle mich unaufhaltsam, wie ein verdammter Güterzug. Sie sind ein scheiß Güterzug. Also bevor wir in New Orleans ankommen, müssen Sie noch einen Abstecher nach Manhattan machen. Lesen Sie die Einsatzbeschreibung. Aktivieren Sie die Kriegskarte und laden Sie die Infos für Manhattan. Verstanden. Oh, und Blaskovic, ein Gutes hat dieser ganze Mist gebracht. Ja, was denn? Ihre Hinrichtung ist überall in den Nachrichten. Das Regime glaubt, sie seien tot. Die werden sie nie kommen sehen. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig, William. Hab die Berichte aus New Orleans gehört. Sieht übel aus. Wir müssen die Leute retten. Wir sind ein gutes Team, du und ich. Ach, Scheiße. Frische Regime-Kampfroboter für Sie. Prima Gelegenheit für echt wichtige Wissenschaft und Forschung und so weiter. Hey! Hä? Oh, Shoshana, schau mal, wer hier ist. Therese Blaskovic. Was haben Sie mit mir gemacht, Junge? Was haben Sie? Ich bin so in dieses Artefakt vertieft, auf das Sie mich aufmerksam gemacht haben. Vertieft und wütend. Die Dati-Hut-Ingenieure nannten es den Gottesschlüssel. Ein Begriff, den nur ein totaler Vollidiot ohne nachzudenken akzeptieren würde. Erstmal ist es gar kein Schlüssel. Also ich sehe hier keinen Schlüssel. Aber viel wichtiger, ich kann den eigentlichen Zweck überhaupt nicht entschlüsseln. Das macht mich rasend. In Ordnung.
Oh, Herr Blazkowicz, schön, Sie zu sehen. Ich wünschte, ich könnte Mutters Gesicht sehen, wenn sie erfährt, dass sie noch leben. Na, komm schon. Oh. Hey, woher kennen Sie Tara Billy? Oh, ich habe sein Leben gerettet und ihm geholfen, das U-Boot aus den Klauen des Ausmerzers zu befreien. Was spielen Sie da? Na, Würfel? Sie sind die Bank. Kumpel, Weltraumkatzen und Einhörner. Wer hätte gedacht, dass die sich verstehen? Aber das tun sie, Mann. Oh ja. Grace? Grace? Still, Vollpfosten. Wenn Abby aufwacht, breche ich Ihnen das Genick. Hier sind die New Orleans-Unterlagen. Tut mir leid. Hat einfach ewig gedauert, bis sie einschlief. Okay, los geht's. Die Ministerin der öffentlichen Sicherheit, General Engel, will Amerikas Straßen von, Zitat, allen kriminellen und terroristischen Elementen befreien. Der Terroranschlag auf Roswell war ein Weckruf für das amerikanische Volk. Wir sind nicht so sicher, wie wir dachten. Später reden wir mit Hardy Linde höchstpersönlich über ihr neuestes Filmprojekt. Die teuerste Produktion der Kinogeschichte. Die Jagd auf und Gefangennahme von Terror Billy. Wir stellen der Regisseurin die wichtigste aller Fragen. Wer spielt Terror Billy? Kann ein Schauspieler das reine Böse eines der größten Massenmörder der Geschichte darstellen? Zentrale, 5 Minuten. Meine Brüder und Schwestern, seit einiger Zeit höre ich von diesem Widerstandsführer namens Horton. Horton? Horton. Horton. Okay. Fensterbrett. Regenschirm. Horton. Klar. Horton und seine Leute haben sich in der Zone von New Orleans verschanzt. Aber der Mann hat wichtige Verbindungen zu den übrigen Resten des Widerstands. Blazkowicz, Sie müssen da rein und ihn für unsere Sache gewinnen, okay? Das wird aber nicht so einfach. Das Regime hat eine riesige Scheißmauer um New Orleans errichtet. Mit schwer bewaffneten Wachtürmen. Und die Küste ist komplett vermint. Da kommt das U-Boot niemals durch. Aber wissen Sie was? Scheiß drauf. Denn wir haben was anderes. Tut mir leid. Brauchten Sie das Boot? Ja, Sie Scheißer. Anja. Sie und Wyatt dringen in den östlichen Wachturm in Lake Bourne ein. Entschärfen Sie die Minen im Kanal zum Lake Pontchartrain. Dann steuern wir dieses Boot in die Stadt und holen alle Überlebenden an Bord. Kleiner Mann, was tust du hier? Es ist gefährlich hier. Du musst ganz leise sein. Wir müssen los. New Orleans zählt auf uns, meine Brüder und Schwestern.
Blaskowitsch, zum alten American Bank Gebäude. Dort haben sich Horton und seine Leute verschanzt. Finden Sie sie. Gewinnen Sie sie für unsere Sache. Die American Bank. Als wäre der Dollar noch was wert. Mein Sohn, nimm meine Hand! Los, meine Hand! Sind Sie Priester? Oh, das hier! Ach Gott, die Klamotten habe ich nur gefunden. Ich heiße Horton. William J. Blaskowitsch. Blaskowitsch? Terror-Billy? Höllenfeuer, du solltest doch tot sein. Bin auferstanden. Tja, Terror-Billy, ich will ja nicht unhöflich sein, aber was machst du hier? Abgesehen davon, dass du unsere Ärsche rettest. Ich bin vom Wiesenau-Kreis und wir starten eine Revolution. Ist das so? Das hier ist der letzte Ort, an dem sich das Krebsgeschwür der freien Gedanken im ganzen Süden und darüber hinaus ausbreiten kann. Wir sind die Ausgestoßenen, die Mittellosen, alle, die keine gottverdammten amerikanischen Kleinbürger sind. Der Mann da, der sich gerade einen Drink genehmigt, das ist mein alter Freund Paris Jack. Paris Jack ist ein Schläger, ein Raufbold, ein echter Anarchist und ein genialer Klarinettist. Stimmt's, Paris? Ich blase nicht gern ins eigene Horn, wenn du verstehst. Die Straßen sind ruhig, Horton. Niemand... Moment. Ja, alles ruhig. Das ist die Professorin. Mit ihren Glubschern kann sie einen Dreckfleck auf dem Arsch einer Kuh auf 100 Meter erkennen. Diese verfickten Regimewichser. Wenn die hierher kommen, reißen wir denen den Arsch auf. Mit Glanz und Gloria. Halleluja! Ihr seid gute Leute hier. Schließt euch uns an. Gute Leute können wir immer brauchen. Wie wollt ihr eure hübsche Revolution denn lostreten, Terror-Billy? Terror-Billy? Heilige Scheiße, er ist es. Hat die Regimetante sie nicht getötet? Scheint, unser Freund hat Gevatter tot gesagt, fick dich, Mann. Er ist beim Wiesenau-Kreis. Lebende Legende. Ich weiß, wer das ist. Oh, verdammt. Da kommen sie. Paris, ich bin irgendwie nervös. Würdest du dich drum kümmern? Ich sehe mal, was ich tun kann. Also meine Ma sagte, trau keinem Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror-Billy. Entspann dich und trink anständig aus. Boah, was zum Teufel ist das für ein Zeug? Old Horton's Special. Alter Schwede. Hör zu, Terror-Billy. Ich respektiere deine Ambitionen, aber es ist einfach zu spät, verstehst du? Die Welt ist total im Arsch. Alles, was uns bleibt, ist, diesen Whisky zu trinken und darauf zu warten, bis wir draufgehen. Hätte nicht erwartet, dass Sie so ein Feigling sind. Wir haben schon für eine Revolution gekämpft, bevor das Regime kam. Unsere Bürgerrechtsbewegung hat als erste Gleichheit für alle befürwortet. Kennst du das Konzept der Bürgerrechte, Terror-Billy? Nein, wohl nicht. Du bist nur ein Soldat, oder? Kumpel, ich habe mein Leben für Freiheit und Gerechtigkeit in Amerika riskiert, während Sie und Ihre Künstlerfreunde überall Bolschewistenpropaganda verteilt und gegen die Mobilmachung gewettert haben. Was nutzt Ihre verfickte Gleichheit, wenn Sie nicht den Mumm haben, für Ihre Leute zu kämpfen, wenn der Kojote schon an Ihrer Haustür kratzt? Wir stellten uns Ihnen entgegen, der imperialistischen Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika und den Geldgeiern der Wall Street, die die Kinder des Proletariats reihenweise in fremde Länder zum Sterben schickten, damit sie sich die Taschen füllen konnten. Es waren nicht ihre eigenen Söhne, die auf den verdammten Stränden bluteten. Nein, für ihre Drecksarbeit zogen sie Leute wie dich ein, während die Dollars reinströmten. Du bist eine Marionette kampflustiger Männer in edlen Anwesen. Ich habe den Scheiß durchschaut und wollte da nicht mitmachen. Und auch stehen sie vor mir, bewaffnet. Jagen das Regime. So wie ich. Unterschied, sie kommen zu spät zur Party. Hätten Sie mal Ihren Arsch bewegt, dann hätten wir den Krieg vielleicht gewonnen. Nur nichts verschütten, Horton, der frisst sich direkt durchs Holz. Davon wirst du blau, Terror-Billy, du aufrechter Handlanger der Eliten. Hören Sie mal, für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Sie müssen sich entscheiden, aufgeben und krepieren oder kämpfen. Ich will nicht mit dir streiten, Terror-Billy. Ich habe das Kämpfen satt. Was satt? Wissen Sie was? Ich kriege bald Kinder! Und niemals werde ich sie in eine Welt voller Regimearschlöcher großziehen. Also was seid ihr? Hinterwäldlerische, degenerierte, besoffene Bolschewisten-Feiglinge?
Verdammte Verräter! Mann, oh Mann, das ist das erste Mal, dass jemand nach mehr als einem Old Horton Special noch bei Sinnen war. Ich mag dich, Billy. Du hast Mumm. Na gut, lass uns eine Revolution starten. Zeig's uns! An dem Hündchen arbeitet Paris schon über einen Monat. Meine Fresse, wie haben Sie den gezähmt? Auge auf, ein paar Kabel gezogen, fertig. Paris lernt schnell, ist clever und hat ihn durch. Also, wie ist der Plan? Du reitest ihn, Cowboy. Ja, Mann, du reitest da raus, ziehst das Feuer dieser Pisser auf dich und wir schlagen uns mit allen Überlebenden zum Hafen durch. Geht klar. Alles steht und fällt mit deinem Boot. Es wird dort sein. Wow, ruhig, ganz ruhig. Na, also entschuldigen Sie bitte Ihr Temperament. Horton, komm besser wieder hoch. Es wimmelt vor Regimesoldaten. Test, Test. Alles bereit, Terror Billy? Viel Spaß. Anya. Komm in, Anya. Hörst du mich? William, ich höre dich. Wie ist es bei dir? Alles okay, Liebes? Mir geht's... Ich versuche, Wyatt zu finden. Ich habe Grace kontaktiert. Das U-Boot kommt rein. Und wir sind unterwegs zum Lakeview-Bezirk. Hör zu, sei nicht leichtsinnig. Und pass auf dich auf. Das wird schon. Anya, Ende. Horton, wie ist der Status? Ich sammle die letzten Leute ein und dann geht's los. Kommen Sie in den Lakeview-Bezirk. Bringen Sie alle mit. Wir werden da rausgebracht. Tja, Billy, die Idee klingt theoretisch ja ganz nett. Aber ich schätze, die ganzen Regimeschweine werden uns auf dem Weg ziemlich aufhalten. Vermutlich kann sie ablenken. Sie müssen schießen, Blaskowitz. Jetzt! Verstanden. Der Ausmerzer hat uns wohl verloren. Nichts am Himmel zu sehen. Frau Engel kommandiert ihn jetzt und jagt damit Terroristen. Aber damals zog der Ausmerzer immer von Stadt zu Stadt. Zerschlug jeden Widerstand. Wer eine Revolte anzettelt, kann sicher sein, dass der Ausmerzer sie schneller beendet, als man gucken kann. Wenn die Revolution in Gang kommen soll, müssen wir das Ding vorher aus dem Weg schaffen. Dann starten wir einen Überfall. Erobern den Ausmerzer und nutzen ihn gegen das Regime. Den Ausmerzer bewacht ein automatisches Sicherheitssystem namens Odin. Hab's gesehen, als ich da war. Wir knacken das System, finden die Odin-Codes und schalten das Scheißding aus. Aber die Codes sind streng geheim. Nur der Generalstab hat Zugriff. Das ist so einfach, Mann. Ich hab mir das alles überlegt. Ach ja? Nachdem sie den Generalstab in Roswell in den Orkus gebombt hatten, bekam das Regime Angst. Sie nahmen all ihre hohen Tiere, alle streng geheimen Militärgeheimnisse und stationierten den Generalstab auf der Venus. Venus, der planetare Körper, Venus im All, verdammt, ist kalt da oben. Und sie brauchen radioaktive Handschuhe. Was? Handschuhe? Okay, wir werden dort einfach hinfliegen, laden alle ein und fliegen los. Sicher? Wir benutzen einfach unsere Hubschrauber. Aber wir fliegen nicht so hoch, sondern wir fliegen einfach immer weiter nach oben, direkt ins All, mit unseren Gedanken. Verstehen Sie? Dann setzen wir sie auf der Venus ab. Sie brechen dann in den Generalstab ein und stehlen diese Odin-Geheimnisse von ihren Computern. Also, einen Plan habe ich auch. Wyatt, darf ich mal? Klar, natürlich.
Alles in gut. 2 Tagen findet das letzte Vorsprechen für die Rolle des berüchtigten Terroristen William Terror Billy Blazkowicz im Mondballon auf der Venus statt. Einer der vielversprechenden Schauspieler ist Jules Redfield, der sich hier einen Imbiss aus seiner Lieblingsmilchbar in seiner Heimat stellt. Anja, was denken Sie? William und ich trinken Freund mal einen Milchshake. Seine Papiere sind im Handschuhfach. Ja? Was ist mit ihm? Gehört er zum Regime? Gehört er zum Regime? Weiß es nicht mal mehr. Wie sehe ich aus? Wie ein Walross. Koffer nicht vergessen. Also, du bist Jules Redfield, Schauspieler. Du reist zur Venus, um für die Rolle des William Joseph Blazkowicz vorzusprechen. Du wurdest eingeladen. Sicherheit sollte also minimal sein. Wird schon schief gehen. Herr Redfield? Herr Jules Redfield? Ja, das bin ich. Ich bin Hade Linde, die Regisseurin. Tut mir leid wegen der langen Anreise, aber mein Produzent bevorzugt Sicherheit und dramatische Schauplätze. Kommen Sie. Mein Gepäck. Das wird Ihnen gebracht. Kommen Sie. Willkommen zum Vorsprechen, Herr Redfield. Nachdem Sie jetzt alle hier sind, möchte ich Sie bitten, sich vorzubereiten. Da Sie frei vorsprechen müssen, sollten Sie sich Ihren Text einprägen, bevor der Produzent erscheint. Er ist recht aufbrausend. Achten Sie genau darauf, was Sie in seiner Gegenwart sagen und tun. Herr Redfield, ich muss betonen, dass es sehr wichtig ist, Ihren Text auswendig zu können. Das Drehbuch liegt auf Ihrem Stuhl. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss meine Deckung wahren. Lieber kein Aufsehen erregen. Sollen die schauspielen, die es können. Hat Ihr Agent Sie hier ins Spiel gebracht? Nee, Mann. Die haben mich bei einer Mystery-Show gesehen. Fanden mein Gesicht passend. Echt aufregend. Die Venus und so. Ja, aber schon komisch, oder? Warum die Venus? Warum nicht in L.A.? Der Produzent muss ein großer Fisch sein. Setzt alles in Bewegung. Ja. Haben Sie irgendwelche Bühnenerfahrung? Wie war noch Ihr Name? Roland? Ronald. Nein, früher hauptsächlich Radio. Inzwischen nur Film und Fernsehen. Ich habe auch überlegt, zum Film zu gehen. Wie soll ich mir diesen Mist nur merken? Ich schreib's mir auf. Die Rolle überhaupt will, es fühlt sich irgendwie unecht an, so. Ohne Zuschauer. Verstehen Sie? Plätze einnehmen! Rasch! Mein Kanzler? Mein Kanzler! Heidelinde, kommen Sie! Sind Sie das? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen die sind? Ja, es sind Schauspieler, mein Kanzler. Schauspieler? Ja, diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blazkowicz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat Sie wohl nicht erreicht. Das konnten wir nicht finden! Keiner von denen sieht im Keller auch nur ähnlich. Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Kanzler. Oh ja, Schminke. Gut. Das ist magisch. Ja, magisch. Schauspieler. Geschulte der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh ja, mein Kanzler. Meine Kinder haben es auch gelesen. Es ist toll, Herr Heiler. Super toll. Herr Heiler? Wenn Sie mich ansprechen,
Sagen Sie mein Kanzler. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Es tut mir so leid, mein Kanzler. Sind Sie denn ein Idiot? Nein, mein Kanzler. Sind Sie ein verkleideter Schurke? Ein Verräter? Ein niederträchtiger Verräter? Nein, nein, mein Kanzler. Ich komme aus Arizona. Sie kommen immer wieder, Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Verräter. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit sehe. Und mit der Wahrheit auf seiner Seite hat man immer Erfolg. So konnte ich die Welt von all den Verrätern befreien. So konnte ich die missratenen Kommunisten erledigen. So konnte ich ihn vernichten. Oh, William. Oh, Joseph. Oh, Blaskowitz. Oh. Adelinde, mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich investiert habe, damit jede Szene, jede Zeile, jede Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Kanzler, bravo. Um Gottes Willen. Mutter, mir ist so kalt. Weg! Weg! Sie! Sie! Spielt die Szene! Adelinde! Sie auch! Ein kaltblütiger Terrorist, das sind Sie! Was habe ich da geschrieben? Und Sie eine Regimehure. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Ich werde Sie brechen und massakrieren. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Scheiße. Ich vernichte euch alle. Ach, fürchterlich. Ach, einfach fürchterlich. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Und Sie eine Regimehure. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Ich werde Sie vergewaltigen und töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Scheiße. Ich vernichte euch alle. Die Worte stimmten. Aber Sie haben scheinbar nicht die geringste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blaskowitz. Ich könne Sie sein, was Sie nicht verstehen. Sie spielen Sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle. Ein kaltblütiger Terrorist, das sind Sie. Und Sie eine Regimehure. Sie Monster, was haben Sie mit mir vor? Sie vergewaltigen und Sie töten.
Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Und ich vernichte euch alle. Ist schon besser. Von dem könnten Sie was lernen. Ich biete Ihnen die Möglichkeit, in die Psyche dieses Verrückten einzudringen. Dieser verdammten, wertlosen Person. Ich kannte ihn in- und auswendig. Deshalb konnte ich ihn aufhalten, fassen und richten. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blaskovich, aufgewachsen in Mesquite, Texas. Kind eines Verkäufers und einer Polin. Seine Mutter wurde von seinem Vater entlarvt. Sie starb in Gefangenschaft in New Mexico. Er hatte als Erwachsener immer noch den Intellekt eines Kindes. Wenn man ihn aufschneidet, wie wir es getan haben, findet man das Innere eines Verräters. Adelinde, übernehmen Sie. Ich bin müde. Aspiranten, wie Sie wissen, ist diese Rolle sehr actionlastig. William Joseph Blaskovich war kein Mann des Wortes, er war ein Mann der Tat. Diese Szene spielt direkt vor der Szene, die Sie schon aufgeführt haben. Blaskovich steht kurz davor, die Bombe zu legen, die die Kinder im Waisenhaus tötet. Aber zuerst muss er den tapferen Wachsoldaten in einem brutalen Kampf erledigen. Herr Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Ja, fangen Sie an. Jeder von Ihnen improvisiert eine Kampfszene. Ist die Wache tot? Beenden Sie die Szene mit den Zeilen auf der Karte. Auf die Plätze! Und bitte! Au! Stopp! Stopp! Ich blute. Mist. Ich brauche eine Pause. Text, bitte. Ich brauche einen Arzt. Text. Dein Mut hält einem Neandertaler wie mir nicht stand. Außerdem kann ich nur dreckig kämpfen. Und jetzt geht's euren Kindern an den Kragen eurer Zukunft. Das war schrecklich. Warum? Herr Redfield, bitte. Ihr Auftritt. Herr Redfield, gehen Sie in den Kasten. Und bitte! Viel Glück, Sie wichtig Tour. Ist das, was ihr wolltet? Habt ihr euch das vorgestellt? Regime-Wichser? Dann sollt ihr das auch kriegen. Wunderbar! Wunderbar! Hat sie das gesehen, Adelinde? Wie geboren für die Rolle. Er wird mein Blaskovich. Mein Gott! Er ist mehr als perfekt. Ich helfe Ihnen beim Auspacken, Herr Redfield. Was zur Hölle ist das? Hm?